Oh, da dreht er sich um. Das hatte ich mir schon gedacht. Aber... Hat er jetzt ernsthaft Alarm geschlagen? Nee, ist aber alles gut. So. Jetzt haben wir hier, glaube ich, wieder Actionmusik, weil er uns gesehen hat. Aber hier sind keine mehr. Actionmusik, du kannst wieder runterfahren. Hier sind keine mehr, die mich suchen können. Sind alle am Schlafen. Hallo. Dann sammle ich mal eben noch die Sachen ein. Abbrechen. Ich glaube, so langsam habe ich echt viele Sachen. Wir könnten ruhig mal wieder welche verkaufen. Auch Munition und so. Warum sitzt ihr? Naja, egal. Ich muss weiter. Ich kann euch da jetzt auch nicht rausholen, warum auch immer ich das machen sollte. Wer weiß, was die getan haben. Ich sehe da drinnen gerade noch etwas. Jetzt haben wir immer noch die actionreiche Musik. Toll. So, jetzt haben wir mal einen Moment Ruhe. Zack, kann sein, dass wenn die jetzt die ganze Zeit im Hintergrund läuft, dass ich die wieder wie beim letzten Mal einfach leiser mache. Da die ja jetzt gerade unnötig läuft. Dafür gibt es ja gerade gar keinen Grund. So. Yay! Hier öffnen. Mal gucken. Ich mach mal jetzt hier ganz kurz. Gucken wir mal ganz kurz. Oh, hier ist nichts. Da ist nichts. Da ist nichts. Oh, wer seid ihr denn? War ihr hier ein Pokerspiel? Oder spielt ihr in Ruhe Mau Mau? Zivilist, Zivilist. Oh. Theresa. Ach. Was willst du haben? Hier? Was anderes? Was ist denn etwas anderes als, Bier kaufen? Was hast du sonst noch? Oh, nur ein ganz interessantes Objekt. Dafür, dass du vom Verkaufen lebst, bist du sehr schwanksam. Es ist heutzutage nicht einfach zu erkennen, wem man trauen kann. Zum Beispiel, du hast nicht zufällig etwas Neuroprozin bei dir, das du erübrigen könntest, oder? Doch, ich gebe dir Neuroprozin. Hier, kannst du haben. Hier, bitte. Danke, das ist wirklich sehr wichtig für mich. Harte Zeiten. Wir müssen alle unser Möglichstes tun. Du verstehst mich. Es ist... Du kannst dir gar nicht vorstellen, wie es ist, wenn die Leute einfach wegsehen. Aber das können wir uns nicht leisten. Nicht die Optis. Nicht die anderen. Alles, was passiert, passiert uns allen. Das Neuroprozin ist nicht mal für dich, stimmt's? Nein. Ich bin sowas wie ein... Also... Ich nenne es Schmuggelsamariter. Ich beschaffe Sachen für Bedürftige. Schön, dass ich helfen konnte. Ich kann dich nicht ohne angemessenen Dank gehen lassen. Im Keller sind Vorräte. Die Tür hat den Code 1015. Du kannst dich dort gerne bedienen. Danke. Gern geschehen. Wie du gesagt hast, wir müssen einander helfen. Kann ich sonst noch was für dich tun? Dann zeig mal den Krimskrams, den du verkaufst. Erste-Hilfe-Pack kaufen. Ja, komm, ich nehme mal einen mit. Komm, einen nehmen wir mal mit. Und ich glaube, ich mache mal gleich im Hintergrund die Musik komplett aus. Also in-game. Erste-Hilfe-Pack kaufen. Sehr gerne. Damit machst du nichts falsch. Okay, und gehen. Ich brauche nichts. Wie du meinst. Na, warte mal, wo ist denn jetzt das, hör mal. Oh, die Musik, das ist total unnötig. Warte mal. Ja. Spiel, das ist unnötig. Das musst du nicht machen. Audio. Das ist Musik. Gut, dass man das alles separat einstellen kann hier. Auf 15. Ja. Ja, das ist okay. Alles klar. So ist das gut. Oh Mann, ey. Diese ganzen Action, diese ganze Actionmusik hier. Die anspannende Musik. 1015. Die ist sowas von gerade unpassend. 100 für spurloses Eindringen. Ja, dafür haben wir ihr Neuroprozin gegeben. Dann schließe ich mal die Tür und darf mich jetzt in Ruhe umgucken. Ja, hier kriege ich nochmal schön... Weitere 100 XP. Lieferprobleme. Pavel Davidov.
Theresa, Nanny ist ziemlich nervös wegen der aktuellen Lieferung und will aussteigen. Ich kann nicht viel sagen, um ihn zu beruhigen, wenn du nicht zum normalen Zeitplan zurückkehrst. Die Jungs in den Lagerhäusern in Unterleck kennen die Dienstpläne der Fahrer und ich fürchte, der Junge knickt ein, wenn sie anfangen, zu viele Fragen zu stellen. Ich weiß, du hältst die Medikamente und all das für wichtig, aber ich will nicht, dass er seinen Job verliert oder Schlimmeres, weil ich dir helfe. Wenn du wirklich nicht warten kannst, darfst du die Ware gerne selbst liefern. Leg alles im Keller von Daitaga wie immer. Mit 5622 kommst du rein, falls ich nicht da bin. Darf ich dir einen guten Rat geben? Warte in aller Ruhe ab und vermassel nicht ein gutes Geschäft. 5622. Jo, danke. Dann schauen wir doch mal... Oh, ja, kann ich den Besen benutzen? Nee, warum sollte ich auch? Dann gehe ich gerne mal hier hin. Oh... Nein, das finde ich jetzt doof. Nee. Aufheben. Mist, ich wollte gucken, ob das vielleicht ein Hebel ist oder so. Warte mal, das... Nein. Ich will da rein. Komm schon, ist dahinter ein Knopf? Sieht nicht so aus. Nee. Komm bitte, hier muss doch irgendein Knopf sein oder so. Bitte, sonst kratzt es mich den ganzen Tag. Da! Yes! Jackpot! 300 für Pfadfinder! Wow! Ist hier auf einmal ein Loch? Wow, was passiert mit mir? Hallo, ich möchte wieder aufstehen. Ah, danke. Fall ich hier runter? Und es ist gar nicht mal so leicht, hier wieder hochzukommen, merke ich gerade. Aber bitte die Kiste... Ja, meinetwegen, lass sie hier stehen. Ich sehe gerade, hier ist eh nichts mehr. Dann stell du dich mal bitte auch da... Nein, nicht da reinfallen. Ich möchte da nämlich gleich durch. Ja, so ist gut. Brave Kiste. Jetzt stellen wir mal dahin, weil ich gucken will, ob da drunter was ist. Was ist denn hier? Oh. Steel Software. Credit Chip, Credit Chip. Wow, das sind aber eine Menge Credit Chips. Verkaufsobjekt. Biozelle. Tracker Software, Biozelle. Wäre witzig, wenn wir jetzt hier Neuroprozyten fänden. Verbrauchsobjekt. Yo, hier ist sonst nichts mehr. Ja, dann vielleicht haben wir sogar unseren Weg und können uns den Weg über die Straßen sparen. Sparen, da wir hier runter gerade gehen. Ja, könnte sein. Ja, könnte sein. Oh, sieh einer an. T4, T5. Sieh einer an. Jo, Sicherheitsstufe 2. Wird gerne mal wissen, ich werde nachher die Musik wieder hochmachen, um mal zu gucken, ob es sich mal wieder gelegt hat im Hintergrund. Können wir ja auch meinetwegen gleich mal machen. Ich merke gerade mal, nicht mal hier haben wir da eine Musik, oder? Weil es ist schon irgendwie ruhiger als sonst, habe ich das Gefühl. Ich guck mal eben. Komm, wir gucken mal eben. Option, Audio. Schauen wir mal nach. Ah, ist wieder normal, glaube ich. Nein, es ist... Nein, es ist immer noch nicht normal. Nein, das ist es nicht. 25, so. Dann müssen wir weiter abwarten. Ich meine, so wie es jetzt ist, ist ja alles okay. T4, T5, schon wieder? Ist dahinter Wasser? Naja. Ja, guck mal, da unten ist es doch. Wir sind da. Haben wir sogar vielleicht eine Abkürzung genommen. Ja, komm, dann gehen wir mal runter und sagen Hallo. Aleho. Bin mal gespannt, wen wir jetzt hier treffen. Groß, dunkel und augmentiert, hier drüben. Ach, Little Kay. Ja, die kennen wir. Aber wo ist denn der andere? Melina. Warte mal. Warte mal, du? Was machst du denn hier? Milena, Sie haben die Fälscherei nicht aufgegeben. Ich weiß, aber ich habe nun mal ein Talent dafür. Und es ist ein echter Wachstumsmarkt. Ich war kaum von Drachomir weg, da bekam ich 20 E-Mails von Samizdat. Wissen Sie, wie schwer es für Absolventen der Kunstschule ist, heutzutage ein Fachgebiet zu finden? Papiere reichen bei der Polizei nicht mehr, gefälscht oder echt. In Prag vielleicht. Aber wenn es um gefälschte Papiere für den Grenzübertritt geht, bin ich mehrsprachig. Gut, was?
Ja, wenn es funktioniert. Danke für Ihr Vertrauen, Super-Elite-Soldat. Nichts zu danken, Milena. Wenn es einfacher ginge, würden wir es anders machen. Ich hatte weniger Stress, als ich mit vorgehaltener Pistole arbeiten musste. Wir sind uns nicht einig, was Ihre Methoden angeht, aber ich lasse Sie weiterarbeiten. Von Ihnen ist das sowas wie eine Blankogenehmigung. Augmentiert oder nicht augmentiert? Nicht augmentiert. So, du? Stimmt, du bist nicht augmentiert, ne? Jo, stimmt. Ja, Little K, aber wo ist der andere? Wer bist du? Kennen wir uns auch? Du hast gar keinen Namen, doch da. Zivilist und du bist? Jo, Irenka Bauer. Das ist die Frau, die nicht rausgekommen ist. Der Mann kam hier raus, wir mussten uns ja für einen entscheiden. Stimmt. Oder hatten wir nicht Irenka Bauer genommen? Ich weiß es gar nicht mehr, wen wir genommen haben. Ich glaube, das war doch Irenka. Es ist ein bisschen peinlich, aber ich weiß es nicht mehr. Irenka, was ist denn los? Können wir ein bisschen quatschen? Irenka Bauer, hatten wir ihre Papiere nicht aktiviert? Doch, was immer sie getan haben, es hat sie getäuscht. Sie haben uns vor Gollum bewahrt. Das vergessen wir nie. Aber jetzt verstecken sie sich wieder. Das Kriegsrecht hat alles verändert. Angeblich soll es uns von den Straßen fernhalten. Aber es ist viel schlimmer. Sie dringen in unsere Wohnungen ein und machen falsche Anschuldigungen. Papiere sind nichts mehr wert. Woher wussten Sie, was los ist? Helena hat eine Warnung im Radio gehört, dass die Stadt nicht mehr sicher ist. Sie hat gesehen, wie die Polizei in eine Wohnung eingedrungen ist. Der Mann hat seine Papiere vorgezeigt. Aber der Beamte hat nicht mal aufgeschaut, sondern einfach... Die Warnung stimmte also. Menschen wie Irenka müssen fliehen. Also gingen wir in den Untergrund und trafen dort andere. Wenn die Gesellschaft einem das Leben schwer machen will, dann schafft sie es auch. Tut mir leid für Sie, Irenka. Schon okay. Ohne sie hätten wir es nicht so weit geschafft. Wir hätten diese Leute nicht getroffen. Alle helfen einander. Gemeinsam finden wir einen Weg hier raus. Ich hoffe es. Das ist doch mal eine positive Einstellung. Und doch, meine Spürnase lag richtig. Irenka, genau. Der hatten wir geholfen. Der andere ist jetzt in höchstwahrscheinlich in Gollum. Da wir denen leider nicht helfen konnten, das fand ich echt blöd. Aber wenn es nun mal so ist... Sie wollten immer schon reisen. Nee, davon kenne ich anscheinend keinen. Sind alles nur Zivilisten, die ich nicht kenne. Na gut. Vielleicht haben wir da hinten noch einen von den beiden. Ansonsten sprechen wir gleich mit Little K. Na, hier auch nicht. Ich glaube, mit Little K müssen wir auch sprechen, ne? Ah, da hinten. Ah, haben wir auch noch. Okay, gut. Hi. Es wird immer willkommen im Untergrund. Entschuldigen Sie, dass ich Ihr Infolink gehackt habe. Ah, das waren also diese komischen, ja, ich sag mal Störungen. Da hackt ihr das einfach mal. Wie heftig ist das denn? So, soll ich ihr vergeben? Schon okay, sie hatten bestimmt einen guten Grund. Missbilligen. Das ist nach den Vorfällen vor ein paar Jahren ein Wunderpunkt bei mir. Sie haben es vielleicht gesehen. Ja, das ist nach den Vorfällen vor ein paar Jahren ein Wunderpunkt bei mir. Sie haben es vielleicht gesehen. Verstehen Sie bitte, ein größeres Risiko konnte ich nicht eingehen. Die gesamte Kommunikation von Samistat ist verwanzt. Die Polizei hat gestern Nacht eine Razzia gemacht und uns rausgeworfen. Wir haben gesendet, bis sie den Stecker gezogen haben. Radios, Handzettel, Mailaktionen der Ü-Wagen. Unsere Abonnenten sollten wissen, ob sie fliehen müssen. Wie Sie sehen, hat es größere Kreise gezogen als erwartet. Okay. Bedeckt halten geht aber anders. Befürchten Sie nicht, dass die Polizei Sie nochmal findet und die Sache zu Ende bringt? Sie haben schon Carbones, die Backup-Server, sogar die scheiß Kaffeemaschine genug, um Ihren Sieg zu feiern und auf den Straßen wieder wahllos Leute zu verprügeln.
Wo waren Sie, als das passiert ist? Hier, in unserer kleinen Außenstelle. Unsere Quellen haben uns über das Kriegsrecht informiert. Wir hätten entsetzt darüber schreiben können. Hoffentlich wird diese massive Menschenrechtsverletzung nicht so schlimm. Aber jetzt gilt ein Aktionsplan. Wir unternehmen etwas. Anfangs dachte ich, Sie wären nur Handzettelverteiler. Entschuldigen Sie bitte den Irrtum. Wir waren Handzettelverteiler, aber jetzt manipulieren wir auch noch einen unterirdischen Zug. Ist das hier eine Widerstandszelle oder ein Wahlkampfbüro? Warum nicht beides? Samizdat hat jetzt eine Wählerbasis. Wir könnten für den Senat antreten. Also organisierter Widerstand. Friedlicher Widerstand. Wir wollen die Leute zusammenholen und aus Prag rausschaffen. Das Schöne am Polizeistaat ist ja, dass er alle unterdrückt und man dann seine Vorurteile überwinden kann. Oder man schiebt die Schuld weiter. Es wird lange dauern, diese Vorurteile zu überwinden. Solange einige davon profitieren, wenn sie bestehen bleiben. Aber das wissen sie ja schon. Was ist mit K passiert? Ich bin jetzt K, laut Samizdat-Manifest. Sozialismus der dritten Generation mit einem Hauch Märtyrerkomplex. Gut zu wissen. Aber was ist mit ihm passiert? Er heißt Jarek. Jarek Drobny und wird genau wie Bones von der Polizei festgehalten. Kein Kontakt, keine Kaution, keine Rechte. Glaubhafte Abstreitbarkeit. Er muss die Risiken gekannt haben. Tja, ihm war klar, dass es sie gibt. Ihr Erscheinen hätte ein Weckruf sein müssen, aber sie waren vernünftig. Der Staat ist nicht vernünftig. Jarek, okay. Ja, der Name sagt mir was. Sie haben mich bestimmt nicht zum Plakatkleben angerufen. Worum geht's? Wir haben einen Plan gemacht. Ab morgen schaffen wir Leute aus der Stadt raus. Ich möchte, dass Jarek und Bones auch mitgehen, aber natürlich müssen wir sie zuerst befreien. Heute Nacht. Und Sie glauben, ich bin der Typ, der in Polizeireviere eindringt? Soll das heißen, Sie sind's nicht? Ach so, Jarek heißt er, okay, aber Jarek sagt mir auch noch etwas. Ja, also Jarek ist anscheinend der, mit dem wir auch schon das ein oder andere Mal gequatscht haben. Mit dem wir ja einen Deal ausgehandelt haben. Nee, wir nehmen an. Okay, ich hol sie raus. Sind sie in dem provisorischen Revier in der Innenstadt? Ja, bei der U-Bahn am Monument. Sobald sie draußen sind, bringen sie sie über den Platz zur Oneda-Reinigung. Dort finden sie alles für eine lange Fahrt entlang der alten NATO-Stilllegungszone. Das ist ihr Fluchtweg. Sie an der Staatspolizei vorbeizukriegen, ist dagegen ein Kinderspiel. Es funktioniert auf dem Papier. Ah, und geben Sie ihnen die hier. Neue Papiere, viele neue Identitäten. Wir haben eine sehr gute Fälscherin. Dadurch endet sie nicht als Star bei Pikes. Ja, die kennen wir ja. Das Behelfsrevier infiltrieren. Ich glaube, das kennen wir doch, oder? Sind das diese kleinen Gefängnisse, die da aufgebaut sind? Samizdat SOS. Ja, im Moment, alle, ja. Oh, war das ein hoher Sprung. Wissnik, warte mal. Wir warten auf Papiere, um aus der Stadt rauszukommen. Warte mal, du bist doch der Dingens. Wir warten weiter. Ja, ich kenne dich. Mehr können wir nicht tun. Darf ich mit dir reden? Wer sich versteckt, ist sicher. Ich klicke den gar nicht an, er redet einfach mit mir. Am Anfang war es eine Reaktion auf die allgemeine Lage. Okay. Oh, hier ist nichts. Okay. Ja, gut. Wenn das da wirklich sein sollte, dann haben wir ja gute Vorarbeit geleistet. Denn dann haben wir ja die ganzen Leute schon ausgenockt. Hier kann ich ja durchlatschen, stimmt. Na komm, dann können wir das ausmachen. Und ich glaube, hier waren wir schon mal, oder? Es kommt mir alles wieder sehr bekannt vor hier. Deswegen gehe ich jetzt auch, glaube ich, nicht... Ah, komm, ich gehe einmal ganz kurz runter. Um mal ganz kurz hier reinzugucken. Ich glaube... Ja, doch, hier waren wir schon mal. Ich laufe jetzt einfach hier durch. Was war das da gerade? Für ein Symbol? Ach, hier sind wir. Jo, alles klar. Hallo, dich kennen wir.
Jo. Ich glaube, wir haben uns schon so oft in der Kanalisation umgeschaut. Da kann ich jetzt gar nicht mehr sagen, ob wir da schon mal waren oder ob wir da gar nicht mal waren. Weil das alles jetzt... Guck, hier waren wir nämlich auch schon mal. Ja, klar. Jetzt kann ich mich sogar sehr daran erinnern. Oder? Ja, doch, klar. Doch. Na sicher. Okay. Ja, ja, doch klar. Jetzt erinnere ich mich. Da hatten wir sogar eine Mission. Stimmt, stimmt, stimmt. Guck. Das ist wirklich so. Wir waren jetzt so lange auch schon mal da unten und haben uns da umgeguckt. Da waren wir jetzt eigentlich so gut wie fast überall. Und wenn nicht, dann sind das nur noch ganz kleine Stellen da. Das ist da hinten. Na, ist ein bisschen weit weg. Oh, was machst du denn hier? Vielleicht werden wir durch diese Säuberung endlich die Obdachlosen los. Das wäre was. Ich möchte mal ganz kurz gucken, ob sich das wieder behoben hat. Mal schauen. Bitte auf 100%. Weil im Hintergrund habe ich jetzt nicht mehr viel gehört. Okay, dann hat sich der Sound anscheinend festgebackt. Gut, dann werde ich wohl... Ja, dann wird das wohl erst in der nächsten Folge behoben sein. Dann lassen wir das jetzt einfach bis zum Ende auf 10%. Dann passt das schon. Jo, wir können einfach jetzt hier durchlaufen. Da wir die jetzt schon alle hier zum Schlafen gebracht haben. Oh, wir müssen aber... Wo müssen wir hin? Ah, wir müssen da hin. Ach, ist es an einem anderen Stadtteil? Ja, sieht so aus. Okay. Das heißt, wir müssen jetzt gerade nochmal über die... über die Schienen laufen. Oh, Mann, ey. Das kann ja was werden. Na dann, bis gleich. Wohin? Dahin.